Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Own Galaxy. Und heute zeige ich euch die Top 5 der besten Schul-Apps für deinen Schulalltag. Und ich würde sagen, starten wir gleich. Auf geht's! Die erste App für heute nennt sich Scanboard und damit können wir einfach irgendwelche Dokumente, die wir halt ausgedruckt oder irgendwie in physikalischer Form haben, einscannen und einfach als PDF auf unserem Smartphone speichern. Und das kann in der Schule halt wirklich sehr, sehr praktisch sein, wenn man irgendwie mal eine Seite, ein DIN A4-Blatt einscannen möchte oder die Tafel sollte damit auch gehen oder so ein Smartboard kann man damit sicherlich auch sehr gut abfotografieren. Und das ist einfach sehr, sehr gut automatisiert worden. Das heißt, man hält einfach nur die Kamera drauf und die App an sich schneidet schon alles so zurecht, dass man es dann danach gut angepasst hat. Man kann noch so ein paar Filter drauflegen, um halt die Leslichkeit zu verbessern. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist auf jeden Fall ein sehr praktischer Helfer für zwischendurch. Die meisten von euch kennen sicherlich in der Schule diese großen, klobigen, grafischen Taschenrechner, die man da immer mitschleppen musste. Und genau das mit dem gleichen Funktionsumfang könnt ihr jetzt auch einfach auf eurem Smartphone machen. Und zwar funktioniert das mit der App AndyGraph. Aber AndyGraph ist sozusagen nur ein Emulator. Das heißt, je nachdem, welchen Taschenrechner ihr braucht, könnt ihr einfach im Internet dann die passende ROM dafür runterladen. AndyGraph erkennt diese sofort und zeigt euch dann den richtigen Taschenrechner an. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber wer da auch noch nähere Informationen zu brauchen. Da habe ich schon vor Urzeiten mal ein Video zu gemacht, wo ich das alles erkläre. Das kann ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ist auf jeden Fall eine richtig coole App und man kann sich einiges an Gewicht sparen, indem man dann nicht mehr seinen großen Taschenrechner mitschleppen muss. Die nächste App nennt sich dict.cc und ist einfach ein Wörterbuch. Was mir an der App besonders gut gefällt, dass man sie online sowie offline benutzen kann und sie ist auch nicht auf eine Sprache beschränkt. Das heißt, ihr könnt auswählen, von welcher Sprache ihr in welche Sprache übersetzen wollt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und falls ihr mal kein Internet zur Verfügung haben solltet, könntet ihr auch zum Beispiel sagen, hey, Spanisch brauche ich ziemlich häufig, in der Schule habe ich kein Internet, lade ich mir einfach das Sprachpaket runter, kann es dann offline benutzen oder es ist natürlich auch praktisch, wenn man mal in Urlaub fliegen möchte und da kein Internet hat. Deswegen, diese App ist eigentlich ein Muss auf jedem Gerät. Weiter geht es mit der App Photomath, wo damit können wir einfach einen Term, also eine Matheaufgabe, einscannen, indem wir einfach die Kamera draufhalten. Dann erkennt diese App diesen Term und rechnet den direkt für euch aus und spuckt euch halt auch das Ergebnis aus. Das ist halt wirklich richtig praktisch, wenn man mal in Mathe keinen Bock hat, die ganzen Rechnungen zu machen, kann man das einfach damit ausrechnen lassen. Oder es ist halt auch sehr, sehr praktisch, wenn man beispielsweise mal nicht auf das Ergebnis kommt oder seine Lösung sozusagen korrigieren möchte oder überprüft möchte, denn es wird hier auch noch der Weg sozusagen beschrieben, wie ihr auf die Lösung kommt. Das heißt, ihr bekommt nicht einfach nur die Lösung von Latz geschmissen, sondern ihr könnt auch gleich einsehen, wie der Rechner sozusagen darauf gekommen ist und wie der Rechenweg ist, was ziemlich praktisch sein kann. Deswegen ist diese App auch gerade für den Schüler auf jeden Fall eine Pflicht-App. Die nächste App nennt sich Quizlet und damit können wir unsere eigenen Karteikarten erstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel damit Vokabeln lernen, indem wir halt vorne immer auf die Karteikarte die deutsche Vokabel draufschreiben, hinten immer dann die englische zum Beispiel und das dann halt immer durchgehen und dann lernen können. Und man kann hier halt auch noch, was sehr, sehr praktisch ist, von anderen Leuten die Vokabeln lernen. Das heißt, ihr könnt einfach oben in dem Suchfenster zum Beispiel Englisch-Vokabeln eingeben und dann bekommt ihr von anderen Leuten die Englisch-Vokabeln angezeigt. Das heißt, dann müsst ihr zum Beispiel noch nicht mal unbedingt eigene Karteikarten anlegen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Deswegen kann ich euch diese App auch nur weiterempfehlen. Das war es jetzt leider auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, da war eine coole App für dich dabei. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welche App dein Favorit war oder auch welche Kategorie ich nochmal so vorstellen soll. Und ansonsten abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand in der Smartphone- und App-Welt zu bleiben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.